Hey Bayern-Fans, Fußballfans und Fußballverrückte. Ja, da bin ich schon wieder. Ich habe gerade nicht das, sondern die PK nach dem Spiel gegen SC Freiburg aufgenommen. Die findet ihr auf meinem Kanal. Die habe ich ein bisschen spät nachgeliefert, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe und nicht zu Hause war. Und jetzt gehen wir aber auch schon in die PK rein von Mathis de Ligt und von Thomas Tuchel, wobei es sein kann, dass ich das vielleicht in zwei Videos hochlade. Wir starten jetzt erstmal mit Mathis de Ligt in die PK vor dem Spiel gegen Lazio Rom. Und ja, bevor ich jetzt hier lang noch schnacke vorher, wir gehen sofort rein. Wenn ihr die PK im Ganzen sehen wollt, ohne mein Gequatsche, findet ihr die bei YouTube auf dem Kanal vom FC Bayern München oder auf der FC Bayern Homepage. Da unter Livestreams sind die auch zu finden. Darum aber, ich werde hier auf jeden Fall wie immer unterbrechen, werde hier meine Meinung dazu sagen. Und die auch offen und raus und darum, ja, macht euch darauf gefasst. Hier gibt es immer mal wieder eine Pause. Jetzt schalte ich mal hier in den anderen Modus um und wünsche eine gute Unterhaltung uns allen. Servus. Ja, ein herzliches Willkommen in der Allianz Arena. Der FC Bayern bereitet sich auf sein Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League gegen Lazio Rom morgen vor, tags zuvor. Wie gewohnt, die Pressekonferenz zunächst mit Matthias. Vor allem, dass wir jetzt hier mal Mathis de Ligt sehen, finde ich irgendwie auch interessant, der ja eigentlich schon so gut wie abrasiert wurde von Tuchel und jetzt aber durch die Gelbsperren und Verletzungen und so weiter und so fort dann jetzt hier und da doch seine Einsätze gekriegt hat, der ja der absolute Leader war, vor allem in der Rückrunde der letzten Saison, den du meiner Meinung nach total hättest installieren müssen in der Innenverteidigung. Ich habe sowas noch nie erlebt bei Bayern München, unabhängig von Verletzungen und Gelbsperren. Dass der Trainer es nicht geschafft hat, seine Innenverteidigung zu finden, auf die er steht. Und wenn er sie gefunden hat mit Kim und Upamecano, muss ich echt die Fähigkeiten eines Thomas Tuchel anzweifeln, weil er war letzte Saison, die letzten Monate schon Trainer und muss doch mitgekriegt haben, was ein De Ligt da hinten für Anweisungen gegeben hat, wie er sich reingeworfen hat, was er eigentlich für einen Führungsspieler jetzt schon ist in so einem jungen Alter und warum stärkst du dann so einen Spieler nicht? Also ich krieg's nicht in die Birne rein, Leute. Ich krieg's einfach nicht in die Birne rein. Also und dann, wenn ich dann schon höre, dass oh, vielleicht könnte sein, dass der Licht wechselt. Nein, bitte nicht. Also das wäre das absolut Schlimmste, was uns passieren könnte. Nein, also das wäre eins von den totalen Fehlentscheidungen. Wenn Tuchel geblieben wäre nach der Saison, wären De Ligt weg. Lass uns ehrlich sein. Wir können froh sein, vor allem all die, die Mattes klasse finden, so wie ich, dass ein Tuchel weg ist und dass dieser Spieler sich dann hoffentlich zu dem Spieler weiterentwickeln kann, wo ich ihn sehe. Aber so viel nur dazu. Ich quatsch schon wieder zu viel. Lass mal unseren Spieler reden. Licht. Matthias, Servus, hallo. Matthias wird überwiegend auf Deutsch antworten, deshalb vielleicht ein bisschen langsam bei der Fragestellung sprechen, dann fällt das auch sehr viel einfacher. Okay, dann legen wir los und schauen, wo ist das erste Handzeichen bitte, damit das Mikrofon kommt. Hier vorne links, das ist Julian Wolf für die Welt. Hallo Matthias. Es steht viel auf dem Spiel morgen. Die Situation ist angespannt. Ihr habt zuletzt viele Probleme gehabt. Wie nimmst du die Mannschaft im Moment wahr? Was habt ihr euch vorgenommen für morgen? Ja, natürlich weiß ich, dass sie jetzt wie eine. Also wir wollen morgen auf jeden Fall verlieren und unserem Trainer zeigen, dass wir es nicht hinkriegen. Was haben wir uns vorgenommen? Mal endlich eine bessere Leistung zu zeigen, auch wenn wir gerade in keiner guten Phase sind. Und morgen alles rauszuhauen. Das wäre eine tolle Frage. Anstatt du eher die Frage stellst, wie wollt ihr es morgen schaffen, gegen Lazio zu gewinnen? Was habt ihr für Ideen? Wie geht ihr das Spiel an, auch wenn ihr vielleicht ein Gegentor kriegt bei so einer defensiv in Anführungsstrichen starken Mannschaft? Wir reden hier immerhin von Lazio Rom, die irgendwo auf dem 8., 9. Platz rumdümpeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn ich das da um ein, zwei Plätze vertue, sorry. Aber das ist ja keine Top-Mannschaft in Italien, ne? Lass uns ehrlich sein. Und das möchte ich jetzt an alle Lazio-Fans, sorry, aber ihr seid nun mal nicht unter den Top 3. Eieieiei, tolle Frage, ey. Nächste Frage. Wenn ich dann vorspulen könnte, würde ich es machen, aber dann überspringe ich noch die nächste wichtige Frage. Eine schwierige Phase sind, aber ja, deswegen ist dieses Spiel so wichtig, auch für die ganze Saison, glaube ich. Natürlich, du musst immer bereit sein, deine Spiele gut zu machen, aber natürlich, wenn du auch noch in der Champions League bist, dann hast du natürlich
kannst du sagen, dass du ein bisschen mehr Energie habt, aber ja, morgen ist natürlich sehr wichtig und ja, ich glaube, dass wir bereit sein für morgen. Dankeschön, dann hier in der Mitte, Heiko. Was soll er anderes sagen? Na, so, ich denke, wir sind nicht bereit, wir wollen alles, was bleibt Ihnen denn anderes übrig, auf so eine Frage zu antworten? Schwammfrage. Niederer für die Bild-Zeitung, eins weiter bitte. Oh, Bild-Zeitung, das wird lustig. Hallo Matthijs, du hast in der Saison nicht immer gespielt. Ich glaube, du saßt auch ein paar Mal auf der Bank, wo du vielleicht nicht damit gerechnet hast. Es gab viele Gerüchte, was im Sommer passiert. Wie ändert sich jetzt deine Zukunftsplanung, auch wo du weißt, es kommt ein neuer Trainer? Ist deine Zukunft voll auf Bayern München ausgerichtet? Ja, jetzt sind wir natürlich noch ganz in Saison. Und dann ist auch natürlich nicht das Moment zu denken, aber über einen Wechsel oder etwas an. Jetzt bin ich eigentlich sehr froh bei München. Natürlich habe ich jetzt diese Saison ein bisschen schwere Saison gehabt, weil ja, das große Teil bin ich auch verletzt gewesen. Dann ist es natürlich immer schwerer zuzukommen in deine Topform. Und ja, ich glaube, dass jetzt ich ein physisch bin ich in gutes Form. Ich fühle mich gut. Natürlich macht der Trainer am Ende Entscheidungen, deswegen ist er auch Trainer und kann den Spieler gar nichts sagen darüber. Und ja, das Einzige, was ich kann kontrollieren, ist so gut wie. Boah, was für eine professionelle Reaktion. Nicht so eingeschnappt wie ein Tuchel zu reagieren. Er hätte jetzt sagen können, ja, ich war verletzt. Aber wenn ich dann fit war, habe ich nicht immer die Chancen gekriegt, die ich mir erhofft habe. Und natürlich habe ich da auch mir meine Gedanken gemacht. Und er antwortet komplett professionell. Hut ab. Das zeigt auch mal wieder, was das für ein Typ ist. Und er hätte bei weitem genug Gründe zu sagen, dass er eigentlich gehofft hatte nach der Rückrunde der letzten Saison, dass mehr auf ihn gebaut wird, auch nach den Phasen, nach den Verletzungen. Finde ich richtig klasse. Ich mag den echt. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen dann zu sehr subjektiv eingestellt. Aber gut, sind wir das nicht immer, wenn wir unsere Meinung äußern? Wie kann man da objektiv sein? Es geht ja hier nicht um Fakten, es geht ja hier immer um ein gewisses Gefühl, was er mit Spielern, was er mit einer Mannschaft verbindet. Wie man ein Spiel sieht, unterschiedliche Bewertungen fließen da rein, unterschiedliche Erfahrungen, die man selber mit dem Fußball gesammelt hat, darum, ja. ...möglich zu spielen und so fit wie möglich zu sein und ja, das war natürlich nicht die ganze Saison so und ja, jetzt bin ich wieder verletzungsfrei und fühle ich mich gut und ja, würde ich natürlich ja, so viel wie möglich die Mannschaft helfen. Nebendran Vincent Schirpke für TZ München. Hallo Matthijs, du kennst ja Lazio auch noch aus deiner Zeit. Merkt ihr, wie schnell das Mikrofon jetzt da war? Weil nebendran, ne, das heißt, er saß jetzt direkt neben ihm, kommt das Mikro weitergeben. Wenn am anderen Ende des PK-Raums einer sitzt, dann wird da immer rumgelaufen. Der die Mikrofone verteilt, der hat auf jeden Fall eine höhere Ausdauer als einige unserer Spieler, glaube ich. Und ist nicht so verletzungsanfällig. Italien, was braucht es denn morgen, um gegen eine italienische Defensive einen Rückstand aufzuholen? Ja, natürlich die Italiener. Eine Spielidee. Italiener sind natürlich immer sehr gut defensiv. Sie sind sehr, sehr fleißig immer, auch in der Box sind sie sehr gut. Und ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir Männer in der Box haben, um Toren zu machen, um unsere Chancen zu verwerten. Und muss ich sofort dazwischen wieder gehen? Ja, vollkommen richtig. Aber da muss ich dann auch echt, und den haben wir ja schon genug gelobt, den Kane, diese Saison. Wir müssen nicht über die Qualitäten eines Harry Kane reden. Aber der lässt sich meiner Meinung nach viel zu oft ins Mittelfeld fallen. Viel zu oft. Dass man das mal in einem Wechselspiel macht, mit einem Musiala oder mit einem, vor allem Müller und so, alles gut. Dass du dich auch mal fallen lässt, dass du auch mal dann als Zehner runterrutschst. Aber wo turnt er die letzten Spiele überall rum und dann ist er wieder nicht vorne. Jetzt haben wir ja mal hier und da eine Flanke ein bisschen mehr in die Mitte geschlagen. Und wo war Harry Kane? Stand dann als Zehner oder Achter, zum Teil als Sechser gespielt. Ich habe das Gefühl, der will auch zurzeit da zu viel Verantwortung da übernehmen, will da auch zu viel das Spiel lenken, weil er merkt, das funktioniert nicht. Die Jungs wissen nicht so richtig, was sie mit dem Ball machen sollen, aber der gehört ja vorne rein. Dann ist das die Aufgabe des Trainers, den Spielern das mit an die Hand zu geben, dass der nach vorne gehört, der macht die Tore und ihr habt die Bälle zu verteilen. Und da kann es nicht sein, dass ein Harry Kane immer so weit hinten rumdümpelt. Da muss sich auch ein Harry Kane mal selbst hinterfragen. Das ist nicht gut, das ist echt nicht gut. Also der hat im letzten Spiel auf jeden Fall
eine 4, wenn ich so eine 4 minus hätte, der von mir gekriegt. Fand ich gar nicht gut, die Leistung von ihm. Auch wie viele Ballverluste er dann da vorne hatte, weil er ja dann nicht mehr wach ist, weil er ja zu viel am Rumdümpeln ist überall, ist er in den entscheidenden Situationen nicht mehr wach. Einmal, man kritisiert immer einen Müller, aber wenn Müller den Ball einmal, muss Harry Kane muss nur einmal ein Stück weiter nach rechts spielen, da steht Müller frei am 16er und lässt sich bestimmt was Gutes einfallen. Aber er kriegt den Ball nicht, weil Harry Kane ihn wieder verloren hat. Und das ist beim Musiala genau das Gleiche. Aber Musiala darf natürlich da auf der Position stehen, nur jetzt auf dieses Bälle verlieren bezogen. Ja, natürlich musst du auch immer bereit sein und immer fokussiert, dass du kein Gegentor kassiert. Ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel morgen für uns, aber auch einen sehr großen Challenge. Auf der linken Seite Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Matthijs. Wie ist bei euch in der Mannschaft jetzt die Atmosphäre? Wie ist die Stimmung? Die Situation ist schwierig. Redet ihr untereinander viel oder redet der Trainer viel? Wie klärt ihr derzeit die Situation? Ja, das fand ich auch von Matthäus so geil. Das habe ich schon in der Reaction zur anderen PK gesagt, nach dem Freiburg-Spiel, wie der Matthäus das sagte, dass da jetzt auch mal die Mannschaft sich zusammensetzen muss. Auch mal ohne Trainer und mal... Wie hat er es gesagt? Ich kriege das nicht mehr in O-Ton hin. Aber dann haben wir uns mal zusammengesessen mit einem Bierchen, das waren noch damals andere Zeiten, und haben uns mal die Meinung gegeigt und haben uns da mal richtig angefahren, so nach dem Motto, nicht O-Ton. Und danach haben wir aber wieder angestoßen zusammen. Und danach sind wir dann die Woche später auf den Platz gegangen, ich glaube, das meinte Matthäus oder Daum, ich bin mir nicht mehr sicher, und haben dann wieder unsere Leistung auf den Platz abgelegt. Und ja, das erwarte ich auch von der Mannschaft. Also zu all denen, die mal sagen, du trampelst ja nur auf dem Tuchel rum. Nein, tue ich nicht. Auch von der Mannschaft erwarte ich, wenn sie sich schon frei macht von dem Trainer, dann macht euch richtig frei und setzt euch mal zusammen. Diskutiert das mal aus, wie das demnächst weitergehen soll. Nehmt euch zur Not eine grüne Tafel mit und dann soll der Müller sich da vorne mit dem Kreidestück hinstellen und mal ein paar Sachen anmalen, was er denkt. Und dann steht ein anderer Spieler auf und sagt, nee, so kann das aber nicht gehen, weil dann macht der mal da und der läuft wieder darum. Und Kimmich verliert hinten, ey Joshua, du verlierst einfach hinten nonstop Zweikämpfe, lässt dich dann wieder fallen. Wie machen wir das? Setzen wir den vielleicht doch auf die 8? Keine Ahnung. Diskutiert untereinander, auch wenn ihr nicht die Aufstellung macht, redet miteinander. Und nach diesem Gespräch gehen dann ein, zwei Führungsspieler und am besten auch noch ein junger Spieler zum Trainer und sagt, Coach, wir haben geredet, wir denken, wir müssen so und so daran gehen, bla bla bla, dass man mal wieder ein bisschen zusammenfindet, vor allem die letzten 2, 3 Monate. Ich habe es gesagt, Tuchel ist eine lame Duck und da musst du jetzt als Mannschaft irgendwie dich zusammenraufen. So, anders geht's nicht. Und bitte holt den Gerland gestern und besser gestern als heute, wenn das irgendwie möglich ist. Ich weiß, das ist jetzt Träumen und Wünschen auf hohem Niveau, aber das gibt mit Tuchel keinen mehr. Habe ich aber auch schon bei der letzten Reaction gesagt, darum will ich mich nicht zu viel wiederholen. Ich hoffe, ja, ihr guckt euch alle Videos von mir an. Ja, natürlich. Wenn du bei München bist und du stehst, glaube ich, 10 Punkte hinter bei Leverkusen, ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass das Fußball ist nicht alles immer schön. Auch manchmal hast du Phase, wo das es schwierig ist. Und dann ist das Wichtigste, dass wir alle zusammenbleiben und auch, dass wir unsere eigene Motivation, unsere eigene Kraft auch sehen lassen und deswegen ist es sehr wichtig, zusammen zu bleiben und zusammen zu arbeiten, zusammen zu reden und ich glaube, dass morgen ein sehr schönes Spiel ist für uns, um wieder reinzukommen und zusammen wieder ein Spiel zu gewinnen. Ja, neben Torben Hoffmann für Sky. Matthijs, nun muss der Trainer am Saisonende gehen. Wo siehst du persönlich die Gründe, warum es nicht gematcht hat mit Thomas Tuchel, dass er eben sein... Oh, fiese Frage. Torben, du stellst echt gute Fragen, aber die ist fies. Ah, ja, ich bin mal gespannt, wie er darauf antwortet. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen würde. Boah, da musst du ja echt aufpassen als Spieler, ne? Sonst sitzt du demnächst wieder auf der Bank. Das geht ja ganz schnell. Tuchel muss ja auf nichts mehr achten. Hat er gesagt, er ist jetzt frei in seinen Entscheidungen, was er eigentlich auch schon vorher war. Aber er muss ja immer eine Ausrede finden. Genau wie die Ausrede, dass Eberl, dass er ja jetzt da kam und schon wieder da das dritte Mal vor einem Bundesligaspiel ein Wechsel war. Und wo ich mir denke, ja, das ist halt so in der Bundesliga-Saison. Da hast du halt alle 3, 4 Tage ein Spiel, wenn du Champions League spielst. Unglaublich. Dein Vertrag nicht bis 25
erfüllen kann. Er macht ja auch manchmal Aussagen, dass die Mannschaft nicht den Plan umsetzt, den er der Mannschaft mit auf den Platz gibt. Also wo sind da die Probleme auch zwischen Trainer und Mannschaft? Ja, glücklich bin ich kein Direktor, das analysiert, dass ich da nichts analysieren muss. Aber ja, natürlich, die sind natürlich am Ende auf dem Platz, hast du den Trainer und hast den Spieler. Und natürlich am Ende ist der Trainer verantwortlich. Und das haben sie auch gesagt, ja, der Trainer geht weg diesen Sommer. Aber ja, ich glaube, wir Spieler sind natürlich auch verantwortlich. Ich glaube, wir machen alles zusammen. Und wenn der Trainer weggeht und sie sagen, das hat er nicht gut. Ich liebe ja diesen holländischen Akzent, ne? Oder Dialekt oder wie man es, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt. Ich liebe es. Ach, ich finde das so herzlich. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch, das meine ich echt so. Macht, dann müssen wir auch als Spieler nach uns selber schauen und sagen, nein, wir haben das auch eigentlich nicht gut gemacht. Und ich glaube, dass wir das alle auch wissen. Und genau, vollkommen richtig. Aber ich erwarte natürlich als Mannschaft auch von einem Trainer, dass der auch mal sagt zu sich, das war nicht gut von mir. Und das fehlt hier komplett. Wir reden immer darüber, dass die Mannschaft sich da auch hinterfragen muss und die ganzen Leute, die Tuchel-Liebhaber sind, ja, aber die Mannschaft ist auch gefragt. Ja, aber es ist auch ein Trainer gefragt, mal ehrlich zu sich selber zu sein. Das hat auch, glaube ich, gestern Matthäus und Daum gesagt bei Sky 90. Super interessant gewesen. Ich würde da drauf am liebsten reacten. Ich gehe mal davon aus, dass das Video dann gesperrt wird bei mir, darum mache ich es nicht. Ich könnte darüber eine Stunde reden. Ich saß hier nur am Fernseher und habe geklatscht, weil das einfach grandios war. Da ist so viel Schlaues gesagt worden bei Sky 90 gestern. Ja, eigentlich sind wir alle zusammen jetzt, ich weiß nicht, in der Scheiße. Nicht so gut, aber ja, wir sind zusammen in diese Phase und wir müssen zusammen auch rauskommen. Und ja, deswegen sage ich, es ist morgen ein sehr wichtig und großes Spiel für uns. Zwei Reihen weiter oben, yes please. Ciao, Matthias. Ich wollte dich fragen, Matthias. Also ich hoffe, dass du noch Italienisch verstehst, aber du warst bei Juventus, die 2019, 2020 mit Sarri den Titel geholt hat. Ich war schon seit 2000, ich schieß mich tot. Nee, seit 1998 nach Italien. Und ich kann nur E conto per favore, Quanta costa und due pizze e una pasta arrabbiata und dann buonanotte, buongiorno und buonasera und dann verließen sie ihn. Und er ist, aber gut, ich bin ja immer nur 2 Wochen im Urlaub da und er war da einfach mal 2 Saisons und versteht einfach die italienische Frage. Da muss ich ja, shame on me. Aber die haben euch zweimal geschlagen, auch in der Supercoppa. Wie sind noch deine Eindrücke von damals, von der Saison 2019, 2020 und dann aufs Spiel morgen sich beziehend? Wirst morgen spielen? Kennst du? Ich habe schon wieder 18 Minuten, obwohl erst 6 Minuten gelaufen ist. Leute, ich quatsch einfach zu viel. I'm sorry. Du kennst ja noch Sarri aus der Juve-Zeit. Was glaubst du, wie er morgen aufspielen lassen wird? Ja, italienische Mannschaft. Volldampf nach vorne, natürlich. Wie denn auch sonst? Und ich denke, ich werde aus dem Video 2 Videos machen. Also die Tuchel-PK, der Tuchel wird ja danach direkt kommen, gehe ich von aus. Die werde ich in einem Sondervideo hochladen. Sonst wird das ja hier wieder eine Stunde. Ihr habt ja schon mit meinen anderen Videos so lange Videos. Und heutzutage haben die Leute ja nicht mehr so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Natürlich nicht die, die jetzt noch dabei sind. Aber all die, die jetzt schon ausgeschaltet haben, ne, die können wir ja jetzt beleidigen. Ist doch in der heutigen Zeit von den ganzen Instagram und TikTok und so. Da wird immer schnell weitergewischt, wenn nicht sofort ein Brüller kommt. Und dann, wenn du dann jetzt hier wieder eine halbe Stunde oder 45 Minuten Video hochlädst, das schaffen dann manche noch, aber wenn ihr jetzt hier eine Stunde oder anderthalb, dann sehe ich schon wieder, dass die Leute nach 3 Minuten wegschalten. Ja, die sind jetzt sowieso schon weg. Ja, habt ihr auch recht. Was rede ich denn überhaupt? Wird es vielleicht ein Vorteil für dich auch sein, dich einzustellen zu können? Nein, also, wenn man von 2019... Boah, redet der perfekt Italienisch. Dice nove, puramente. Oh, ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar, ich muss mir unbedingt Bubble besorgen.
Bericht, als Lazio sehr stark war. Simone Inzaghi, es sind 5 Jahre vergangen seit der Zeit, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber meiner Meinung nach ich habe mit Sarri ein Jahr lang gearbeitet, zusammengearbeitet, habe viel gelernt, sehr taktisch geprägt alles. Und das kann natürlich auch helfen, aber normalerweise ist es immer schwierig, die Mannschaften von Sarri zu begegnen, weil sie immer sehr gut im Ballbesitz sind, sehr gut verteidigen, sehr aufmerksam sind. Und wir müssen einfach sehr stark sein morgen, um das Spiel dann auch wirklich für uns zu entscheiden. Dann perfektes Italienisch, Leute. Ich meine, sehr wahrscheinlich hört ein Italiener auch dann den holländischen Akzent raus. Gehe ich von aus. Aber ich höre den dann nicht mehr. Ich höre den immer nur, wenn die Deutsch sprechen. Das ist so lustig irgendwie. Oder so interessant. Lustig ist das falsche Wort. Das hat sich gerade perfekt angehört. Wie gesagt, ich bin jedes Jahr da unten. Grüße gehen raus an den Lago Maggiore. Ah, Leute, ihr müsst da mal hinfahren, traumhaft. Vielleicht kriegt ihr das schneller hin mit dem Italienisch lernen. Ciao, Mati. Hallo Matthias. Hammersprache. Von Sarri hast du viel gelernt, hast du gesagt. Was hast du am meisten von ihm lernen können, von Sarri? Und hast du es bereut, damals die Serie auch zu verlassen? Also ich habe viel von ihm gelernt, vor allem was die Defensivarbeit angeht. Ich war sehr an das 1:1 gewöhnt und wir haben damals mehr dann Raumdeckung gespielt und das Sarri. Und die Serie A ist ein schöner Wettbewerb, eine schöne Liga. Ich habe gestern jetzt Napoli-Juve gesehen, war eine sehr intensive Partie, sehr schöne Atmosphäre. Aber jetzt bin ich sehr glücklich hier bei Bayern und ich hoffe, dass wir morgen gewinnen werden. Ganz oben auf der rechten Seite, please. Ja, das glaube ich ihm, ne? Dass du in der italienischen Liga natürlich dieses Defensivverhalten, sei es jetzt Manndeckung oder wie er sagt, unter Sarri die Raumdeckung, dass du das da eingeimpft kriegst. Das ist so, glaube ich, mit einer der besten Ausbildungsstätten in Europa, wenn du bei einem Top-Verein spielst in Italien, dann noch als Innenverteidiger. Das ist auch vollkommen die richtige Entscheidung gewesen von Bayern München, den Mattes zu uns zu holen. Du musst halt dann aber auch natürlich auf ihn bauen. Ich würde schon fast sagen, dann musst du auch blind auf ihn setzen. Auch wenn er mal 2, 3 schlechte Spiele macht. Du kannst nicht immer nach einem schlechten Spiel direkt den Spieler da wechseln oder nach 2. Hast du ja im defensiven Mittelfeld mit einem Goretzka und Kimmich auch nicht gemacht. Wo es dann echt mal auch mal angebracht gewesen wäre. Para TNT Sports, in Italiano. Come possiamo descrivere un giocatore come Ciro Immobile? Ciro Immobile, wie können Sie ihn beschreiben als Spieler und wie muss man gegen ihn spielen? Danke. Er ist ein sehr starker Angreifer, ein starker Spieler, einer, der immer trifft, der... So krass, ne? Da kommen echt Fragen zum Fußball, aber erst seitdem die Italiener hier ran dürfen in der PK, das ist so interessant und wie die deutsche Presse versucht hat, ja, hier wegen Tuchel und bla bla, ne? Und das ist... Und jetzt geht es mal ums Spielen und um das Eigentliche, was ja den Fußball ausmacht. Total interessant. Und ja, Immobile, ne, ist auch grandios. In Italien Rock der Saison für Saison. Da ist er damals nach Dortmund gekommen und ist einfach nicht angekommen. Geht wieder zurück und es läuft direkt wieder. Ja, so ist das manchmal mit Spielern und auch manchmal mit Trainern. Siehe einen Herrn T.T. Immer auf die Bälle wartet. Ist schwierig, ihn zu verteidigen. Denn wenn er Chancen kreiert, dann trifft er normalerweise immer. Das ist immer schwierig für einen Abwehrspieler natürlich, gegen so einen Spieler zu spielen. Und man muss einfach sehr aufmerksam sein. Yes, please. Einmal in der Mitte noch, bitte. Ciao Matthijs, Alessandro De Felice. Hallo Matthijs. Also Spiel von morgen. Innerhalb der Kabine. Also wir wissen alle, dass Tuchel geht am Ende der Saison. Kann morgen das Spiel eine Entscheidung fällen, auch ein frühzeitiges Aus vielleicht? Also morgen ist natürlich sehr wichtig. Ja, wenn es nach mir gehen würde, nicht, weil ich ihn schon vor dem Spiel und auch schon vor dem letzten Spiel gegen Freiburg rausgefeuert hätte und auch schon vor dem Spiel gegen RB Leipzig.
weil ich schon ziemlich schnell klar für mich hatte, klugscheißermäßig, ja, Achtung, Klugscheißer-Modus auf 1 gesetzt, dass es eine lame duck wird. Das hat ja schon vorher nicht funktioniert. Das kannst du ja nicht damals mit einem Heinkes vergleichen, wo dann feststand, dass der Heinkes weg ist, weil Guardiola kommt. Da hat es ja funktioniert unter einem Heinkes. Und dann wollte eine Mannschaft einem Heinkes noch einen schönen Abschied geben. Oder wie ein Klopp bei Dortmund, wo sich die Mannschaft, die unten drin stand, nochmal den Allerwertesten aufgerissen hat, um dem Klopp nach, also einen schönen Abschied zu geben. Aber was interessiert die Mannschaften Tuchel? Lass uns ehrlich sein. Also, nein, es. Und wieder ganz doof für einen Profi darauf zu antworten, ne? Also da kannst du ja nicht offen und ehrlich reden. Das kannst du später, wenn du die Karriere hinter dir hast und ein Buch schreibst, dann kannst du vielleicht nochmal über diese Jahre nochmal so ein bisschen philosophieren und auch deine ehrliche Meinung da reinschreiben, alles gut. Aber jetzt in der derzeitigen Situation, da jetzt nochmal drauf zu kloppen, das reicht ja dann, wenn ich das hier mache oder andere Reaction-Streamer. Wichtig für uns, für die Mannschaft, für den Verein. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation in der Bundesliga, die ein bisschen schwierig ist. Aber die Champions League ist auch ein sehr wichtiger Wettbewerb für uns. Wir wollen bereit sein für dieses Spiel morgen. Denn wie du schon gesagt hast, wenn man ins Viertelfinale kommt, dann ist es immer sehr gut. Es ist sehr gut für die für den Rest der Saison dann auch. Man hat mehr Energie und deswegen ist es einfach morgen ein sehr wichtiges Spiel für uns. Okay, kein Handzeichen mehr. Dann vielen Dank, Matthijs. Wir sind gleich zurück mit Thomas Tuchel. Alles klar, dann mache ich jetzt hier einen Cut in dem Video. Bedanke mich dafür, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, schreibt mir auch eure Meinung. Wir können auch gerne diskutieren in den Kommentaren, wenn ihr es vielleicht schon mitgekriegt habt. Ich antworte auf jeden Kommentar, solange da keine Beleidigungen oder sowas drin sind. Ich bin nicht auch offen für konstruktive Kritik. Wenn da Argumente geliefert werden, finde ich total super. Also ich bin total für den Austausch. Darum mache ich das Ganze ja hier. Ich möchte ja auch ein Feedback haben, nicht nur zu meiner Person, sondern auch, was ich sage, was ihr darüber denkt, ob ihr mir da zustimmt, ob ihr es anders seht. Und darum würde ich mich echt total über Kommentare freuen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, ja, bla bla, jetzt fängt dieser YouTuber damit an. Aber natürlich, dann lasst auch gerne ein Abo da. Das muss man manchen Leuten einfach mal sagen. Das hat bei mir auch schon mal was gebracht, wo das gesagt wurde. Da habe ich gesagt, jo, jo, stimmt, kannst ja mal ein Abo da lassen. Und gut, wenn ihr das hier bis zum Ende durchgehalten habt, dann wird euch das sowieso das nächste Video von mir vorgeschlagen, dann müsst ihr das auch nicht abonnieren. Genau, macht einfach, wie ihr Lust und Laune habt. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, schwingt den Hut. Und dann sehen wir uns jetzt gleich dann bei der Tuchel-PK vor dem Spiel gegen Lazio Rom, denn die nehme ich jetzt sofort im Anschluss hier weiter auf. Ich spule jetzt nur bis dahin vor und dann findet ihr das Video, wie alle anderen Videos, auf meinem Kanal natürlich. Unter Reactions, Pressekonferenzen, Playlist oder ja, einfach auf Videos und die letzten. Ciao, ciao!